Säte changieren a viel Leid tun manchmal das Gefühl, sie müssten Politiker, Gestien, Kaff, Spitzensportler und zusätzlich nach Popstar sind. An einer solchen Situation hilft es doch, einen Allrounder und Sänger zu holen. Die neuen Junker, so sieht Dacia, soll ein Auto sein, den der Familie viel helfen kann, und das an der Form von einem Van, einem Kombi und sogar einem SUV. Die 4,50 Meter Längen, 1,30 Meter Breiten und 1,63 Meter hohen Junker soll auch drei Modelle ersetzen, die Dacia an Trend geschickt wird. Den Dogger ein Heichstar-Kombi, der Logan MCV 7-Plätze-Kombi und der Logi Event. An erster Linie ist ein Jogger aber der Nachfolger vom Logi, der Remplacer am Kompakt-Van-Segment. Alles an allem konnte Dacia des verschiedenen Typen aber nach einem harmonischen Design zusammensetzen. Die Mihaich Bodenfreiheit sind exakt 20 cm, die ausgebaute paar Schocken an den optischen Innerbodenschutz sind typisch SUV. Von viel geguckt wirkte präsent, ohne aggressiv zu sein. Sein hinnischte Luft die gleiche in einem schwedischen Modell und sein schwarz lackiert Alufelgen lässt das Gefühl von Sportlichkeit aufkommen. Sein niedere Schellerlin als typisch Van, er lässt den Interieur auch mehr Lüftige rüberkommen, auch ganz ohne Panoramadach. Mit seinem Radstand von 1,93 m überbietet er schon den Logi um 10 cm. Und auf diesem Zuwurz neben dem Vorbeier steht, oder tatsächlich der Passagier zu gut kennt, kann nur ein Sitzproof beantworten. Doffer und komfortabler Sitzplatz als mehr wie zufriedenstellend. Wenn eine Person von 1,90 m findet genieß so gut Platz an dem Volant wie auf den hinnischten Sitzen. Er kann Dacia auf Wunsch vom Klient auch nach ein dritten Sitzreihe liefern, genieß gesucht zwei Einzelsitze, so wie an unserem Testauto dem Dacia Jogger Extreme. Wenn Sie nur als kompakte Van, als Kombi oder SUV behaupten willst, muss neben viel Platz für die Passagiere auch genug Platz für das Gepäck haben. Hier offriert den Dacia Jogger ein Ladevolumen von 607 bis 2094 Liter an. Sein Tableau de bord ist einfach gehalten, aber mit Überlegung konzipiert. Wobei auch konservativ Gemieter sich in denen analog Amateuren rumfahren können. Digitalisiert ist aber sein optimal gut platziertes Multifunktionsdisplay. Den Touchscreen ist auch leicht auf der Schufe ausgerichtet und 12 von den Funktionen übersichtbar. So wie auch die Bedingung, als ein Sicherheitsassistent-Arsenal leicht durchzublicken ist. Beim Mischkulanz-Konzept vom Jogger darf vieles richtig gelernt sein. Heute treffen viel Platz für Passagiere Gepäck auf eine einfach solide Technik, eine kompakte Maße und einem attraktiven Design. Der Motto ist also nicht die 100%ige Technik von Haut, mit dafür aber agil als Spursache. Unser Testauto, den Dacia Jogger Extreme, geht vom Motto mit der Bezeichnung TCE 110 über den 6-Gang Normalboard, auf den vierten Räder aufgetrieben. Seine Leistung liegt bei 110 PS mit einem maximalen Drehmoment von 200 Nm. Weil an sich kein Echt vom Beam rappt, und aber mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen gut übertrunken könnte. Und bei Bayer stehen 10,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und ein maximal Vitesse von 180 km/h. An der Realität fühlten sich nicht blöden Schussspritzungen. Und das lädt auch wohl darunter, dass nicht viel Dämmungsmaterial verschafft wird. An den kleinen drei Zylinder erhielt der Motto sich richtig kehrig ernährt. Förderung lädt auf der komfortablen Seite, auch bei kurzen Stehs agiert sie nicht schlecht. So wie auch auf der Landstraße mit vielen Keieren kein stehend Wackeln von der Karosserie abkommt. Am Grenzbereich ersteuert den Jogger frei, wobei den hinnischen Teil vom Auto an der Spur bleibt. Er flinkt Anlenker beim Parken, erweist sich die präzise Steuerung direkt, so wie über den Bremsen und seine Traktion auch nicht zu meckern ist. Immerhin ist der Verbrauch auf 100 km auch akzeptabel, die bei meinem Fuhren um die 6,5 bis 7 Liter Luft. Ein bisschen mehr wie ein halber Liter wird von Dacia und von Bayer steht. Den Dacia Jogger als ein Auto mit viel Platz und Variabilität, den einfach zu fahren ist und oben drauf nicht viel kostet.
dass die Ingenieure von Renault aus Frankreich und die von Dacia aus Rumänien der Fertigbruch tun, auch unter Kombination von verschiedenen Klassen von Gefährer gut mit den Ehen zu kombinieren. Dacia hat mit seinen Autos und zum Mals hat beim Jogger den Nerv getroffen. Während alle anderen Autosmarken irgendwie nicht mehr Premium wollen sind, konzentriert sich das rumänische Markt durch den von Renault komplett auf das Segment, wo der Preis vom Auto noch stimmt, und das egal ob kleines Auto, Durchschnittsauto oder bis hin zum Elektroauto.